Mein Name ist Darko Caramello und ich bin freischaffender Künstler. Ich bin im Bereich der abstrakten Kunst unterwegs mit einem konzeptuellen Unterbau. Nach der Graffiti-Zeit, also 7, 8 Jahre und die ganze Jugend damit verdödelt, dachte man sich, dass man irgendwann was Vernünftiges machen sollte. Und dann ging es übers Grafikdesign und dann wieder die Befreiung danach aus den geschäftlichen Zwängen wieder zur Kunst über. Der Start war beim Bild, beim Zweidimensionalen, ging dann rüber zum Objekt mit einer dritten Dimension, mit Tiefe etc. Und die logische Konsequenz daraus war natürlich auch die Installation irgendwann. Ich spüre, dass da irgendwas drinsteckt, ich weiß nur noch nicht genau was. Mich entspannt es einfach erstmal nur und produziert bestimmte Gefühle etc. in mir. Aber welche das ganz genau sind und wie ich mit denen umgehen kann und welche Teile davon ich transportieren will in irgendein Konzept, das sehe ich nach 60 Stunden Arbeit. So, weil ich dann ewig drüber nachgedacht habe, so, was passiert eigentlich, während ich diese Form angucke. Und man guckt dann ja einfach so ewig drauf. Ne? Dann kann man das Gefühl ganz genau erforschen und dann kann man mit diesem Gefühl ein Thema suchen oder bedienen oder erweitern. Das wird dann interessant. In der Regel beschäftigt sich meine Arbeit mit einer Metaebene von Gedankenwelt, die dann für jeden Einzelnen interpretierbar ist in seiner eigenen Lebensrealität. Also es sind eigentlich nur Systeme, die ich aufzeige, die mir auffallen, die ich irgendwie festhalten will. Und welches genaueres Thema das dann verarbeitet, das muss dann jeder für sich selber wiederentdecken. Es sind ja nur Systeme, die auf alles Mögliche im Leben oder in der Gesellschaft oder was auch immer irgendwie immer wiederkehrend sind. Ich lasse den Betrachter insofern offen, dass er mit dem System anfangen kann, was er will und das entdecken kann, wo auch immer er will. Das ist eigentlich auch, also dieses über sich selbst nachdenken und über sein Umfeld nachdenken etc. ist eigentlich das, was ich am liebsten meinen Betrachtern, oder wie man das nennen will, mitgeben will. Dass sie sich da hinstellen, sich Sachen angucken und dann nicht über meine Arbeit nachdenken, sondern über den Rest der Welt. Es geht nicht um meine Arbeit, sie ist nur der Anstoß. Und neulich habe ich einen guten gehört. Er fällt mir nicht mehr ein. Aber ich erinnere mich daran, dass ich neulich einen guten Witz gehört habe. Das ist doch schon mal was. Da muss ich jetzt drüber nachdenken.